Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, ich war die letzten Tage viel damit beschäftigt, ein berühmtes Hochzeitspaar zu verheiraten, Lukas Kodalis und Daniela Katzenberger. Und deshalb bin ich nicht groß dazu gekommen, eine Predigt vorzubereiten und deshalb nur ein paar Gedanken. Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann frage ich schon mal gerne, ob die Menschen, mit denen ich spreche, an Gott glauben und was sie von einem Leben nach dem Tod halten. Was meinen Sie, vielleicht auch wenn Sie mit anderen Menschen diese Fragen ansprechen, was meinen Sie, was Menschen ganz oft antworten? Bei den meisten, jedenfalls bei mir, kommt dann ein entschiedenes Vielleicht. Also ein Achselzucken nach dem Motto, man weiß es ja nicht, es kommt gar nichts, oder manche sagen entschieden, nein. Aber wenige können vielleicht auch nur ganz schlicht und ohne Überheblichkeit sagen, ja, ich glaube an Gott, weil es ihn gibt. Weil es ihn gibt, lebe ich und werde ich leben. Und ist das nicht merkwürdig, dass wir über die Frage nach Gott und über die letzten Fragen des Menschseins oft eine solche Unwissenheit haben? Und dann gibt es auch noch viele Leute, die aus dieser Not eine Tugend machen und sagen, in Glaubensdingen gibt es ja eh keine Gewissheiten, deshalb sprechen wir vom Glauben und nicht vom Wissen. Das Merkwürdige dabei ist nur, ein Mann in der Heiligen Schrift wie der Apostel Paulus, den wir eigentlich fast jeden Sonntag hören, der hat eine Gewissheit über diese Fragen, der hat eine Gewissheit. Da schrieb Paulus zum Beispiel einmal in seinem Brief an die Römer, ich bin völlig gewiss, weder Tod noch Leben noch sonst irgendetwas können uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Paulus wusste genau, wohin er nach dem Tod geht. Deshalb konnte er beispielsweise auch im Brief an Timotheus schreiben, wenn ich jetzt sterben muss, dann weiß ich ganz genau, für mich liegt eine Krone im Himmel bereit. Oder denken wir daran, mit welcher Gewissheit Paulus einmal an die Thessalonicher schrieb, ich will euch nicht im Ungewissen lassen, wie es mit den Verstorbenen ist, und ihnen dann erklärte, wenn wir sterben, werden wir beim Herrn sein. Es ist schon fast abenteuerlich, mit welcher Gewissheit der Apostel Paulus auftreten konnte. Oder auch der Evangelist Lukas, von dem wir eben im Evangelium diese Geschichte gehört haben, wie er beschrieb, dass Jesus einen jungen Mann von den Toten auferweckte, auch er hatte diese Gewissheit. Und wir Menschen heute? Viel Ungewissheit, viel ich weiß nicht, viel wer weiß es. Wie kommt man zu einer solchen Gewissheit im Glauben? Wie ist der Apostel Paulus dazu gekommen? Paulus sagt, meine Gewissheit liegt darin, dass die Botschaft, die ich euch verkünde, dass die nicht nur von Menschen stammt. Die habe ich weder von einem Pfarrer gelernt, noch von irgendeinem klugen Professor, noch aus religiösen Büchern. Nein, diese Botschaft habe ich direkt von Gott empfangen. Die Botschaft, die ich euch verkünde, dass Jesus lebt und dass auch wir leben werden. Und das ist es, was einen Menschen stark macht im Glauben. Wenn man seinen Glauben nicht nur aus Büchern hat oder nur aus dem Second-Hand-Laden, das heißt aus Predigten oder vom Hören her sagen, nicht nur, weil die Eltern, die Katecheten und die Religionslehrer mir vom Glauben erzählt haben, was schon sehr, 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 sehr viel ist und gut ist, wenn es geschieht, sondern weil Gott selber den Glauben an ihn mir ins Herz geschrieben hat. Darum glaube ich. Und das, was Gott mir ins Herz geschrieben hat, das ist so stark, dass es niemals niemand entreißen kann. Wir brauchen auch heute noch Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, die im Glauben nicht bloß auf Secondhand setzen, nicht bloß aus zweiter Hand leben, bloß vom Hören sagen, sondern die wirklich aus eigener Glaubenserfahrung darüber hinaus etwas vom Glauben berichten können. Ja, ich glaube, denn ich habe Gottes Wirken in meinem Leben erlebt. Ja, ich glaube, denn ich habe Gottes Wirken in meinem Leben erlebt. Das wäre so ein Glaubenszeugnis, was nicht nur Secondhand ist.
Ich habe das Wirken Gottes gestern wirklich ganz stark erlebt bei dieser Hochzeit von Katzenberger und Cordalis, die auch sehr umstritten war, weil die so medial war. Aber ich frage mich, ist das nicht ein unglaubliches Wunder, dass ich zur besten Sendezeit vor einem überwiegend sehr jungen Millionenpublikum auf RTL 2, einem der Sender, wo ich sagen würde, der ist am wenigsten christlich, dass ich dort von der Liebe Gottes sprechen konnte, zu so vielen jungen Menschen, dass ich über das Ehesakrament predigen durfte und dass ich ein Paar segnen durfte, das mit zu den prominentesten Deutschlands gehört und das auf den ersten Blick auch nicht gerade zu den Gläubigen von vielen gezählt wird, was aber nicht so ist. Ich habe das Wirken Gottes gespürt, dieses Wirken, das scheinbar Unmögliches möglich macht, weil für Gott nichts unmöglich ist. Und ich glaube, dass das gestern wirklich ein großes Glaubenszeugnis war. Wenn wir möchten, Schwestern und Brüder, dass unsere Gemeinden und dass wir selbst im Glauben fest werden, wenn wir Gläubige sein wollen, die die Kirche formen, die die Kirche prägen, dann liegt genau hier der Weg. Leben nicht bloß aus zweiter Hand, sondern aus eigener Glaubenserfahrung und diese Glaubenserfahrung an andere weitergeben, Zeugnis geben. Das ist der Weg, den uns der Apostel Paulus weist. Stehen wir immer wieder auf und gehen wir diesen Weg, suchen wir diesen Weg. Jesus hat im heutigen Evangelium zu dem toten Sohn einer Witwe gesagt, steh auf, bleib nicht sitzen dort, wo du bist, geh. Und in Anlehnung an dieses Evangelium hat Papst Johannes Paul II. Einmal ausgerufen, und damit möchte ich schließen. Er hat einmal ausgerufen, steh auf, der du enttäuscht bist. Steh auf, der du keine Hoffnung mehr hast. Steh auf, der du das Vertrauen verloren hast, deinen Gott Papa zu nennen. Steh auf, der du leidest. Steh auf, dem es dir scheint, dass das Leben dir viel verweigert hat. Steh auf, wenn du dich ausgeschlossen, verlassen oder beiseite geschoben fühlst. Steh auf, denn Christus ist für dich auferstanden. Amen.